Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Felix Hobbygarten. Letzte Woche gab es einen ganz ausführlichen Rückblick, also wirklich einen langen Film über den Aufbau von unserem Garten. Und ja heute, wir haben das erste richtige Video im neuen Jahr, möchten wir mal darüber sprechen, was so unsere Pläne, unsere Ziele, also die Gartenziele für dieses Jahr so sind. Erstmal geht euch das Wetter auch so auf und sagt wie mir, ihr seht es hier hinter mir im Garten, alles ist nass, grau. Wir haben ja die letzten Tage auch wirklich immer nur Regen und schlechtes Wetter gehabt, keine einzige Sonnenstunde und auch wirklich echt unschöne Temperaturen. Entweder muss es für mich Schnee sein oder wirklich kalt und Sonnenschein, aber sowas ist doch echt kacke. Ja, hoffen wir mal, dass die neue Gartensaison bald richtig anfängt und wir haben richtig viel zu tun, denn wir müssen ja noch über den Folientunnel die Folie spannen. Wir können ja einmal hingehen, dann zeige ich euch das mal. Hinter mir seht ihr das. Das Gewächshaus ist fertig, das andere Gewächshaus dahin auch, aber hinter mir über dieses Gestell muss noch die Folie drauf. Wir haben die jetzt bestellt, hat 232 Euro gekostet und die kommt jetzt in der nächsten Zeit an. Das wird so das erste Projekt sein. Die Beete, ja, wie sehen die aus? Sind noch ein bisschen wieder zugewachsen, also ganz leicht zugewachsen. Und bevor da jetzt alles anwächst, werden wir nochmal fräsen. Am Umbautag, da haben wir zwar schon einmal gefräst, ja, aber das erste Mal die Bodenbearbeitung, die muss natürlich gründlich sein. Denn jetzt haben wir das Problem manchmal, dass der Boden noch zu hart ist und das Wasser nicht ablaufen kann. Hier ist 20 Jahre nichts passiert auf der Wiese, glaube ich. Wir sind mit Radlader da drüber gefahren und allem. Und nur einmal oberflächlich anfräsen, davon ist der Boden eigentlich gut vorbereitet. Deswegen müssen wir da nochmal deutlich tiefer durch und einfach vielleicht auch ein zweites Mal. Dann steht Gartenhütte an. Wir werden die Gartenhütte aufbauen. Dazu bauen wir natürlich ein vernünftiges Fundament in den Boden rein mit Steinplatten und dann kommt die Gartenhütte darauf. Die werden wir einrichten und das große Thema Jungpflanzenanzucht beginnen. Viele schreiben mir schon, bist schon angefangen. Wir haben heute den 15. Januar. Nein, wir sind noch nicht angefangen. Ich denke mal, dass wir nächstes oder übernächstes Wochenende, also ja spätestens Ende Januar, damit den Chilis, Erdnüssen und sowas anfangen. Also dann kommen auch Anzuchtvideos. Jetzt Montag, da kommt noch meine Palette mit Fluoragaterde. Saatgut ist jetzt alles da. Das wird übrigens das nächste Video. Nächste Woche stelle ich euch Sonntag um 8.15 Uhr mein gesamtes Saatgutsortiment vor. Dann noch eine Info, das mit den Paprika Kiras, die Aktion vom Adventskalender, die geht noch bis zum letzten Januartag, also bis zum 31. Januar. Dann die Briefe, die danach ankommen, die will ich natürlich auch noch beantworten, aber bitte schickt mir dann keine mehr zu, weil die sollen dieses Jahr dann natürlich auch noch in der Erde. Deswegen Aktionsende Ende Januar. Und ja, das war's dann eigentlich schon vom heutigen Video. Ich freue mich auf die kommende Zeit. Jetzt kommen die ganzen Anzuchtvideos. Das wird richtig spannend. Neue Saison, neues Glück. Erste Saison in diesem Garten und wir freuen uns schon, wenn das hier endlich wieder grüner wird. Ich wünsche euch gutes Wetter und viel Erfolg bei der Anzucht. Bis nächste Woche. Und wenn ihr noch Saatgut kaufen wollt, schaut mal in die Videobeschreibung. Dort gibt es einen Link zu Samos Knieke. Da gibt es viele verschiedene Hersteller von Kiebenkerl über Kulinaris, Bingenheimer Saatgut, alles Mögliche. Schaut mal rein. Mein Link hier in der Videobeschreibung. Da kommt ihr dann zu einem guten Saatgutshop. Und dann sehen wir uns nächste Woche. Bis demnächst und ciao.